Hi, hier ist Kiki. Ich fahre wieder ins Sitzwerk, in die Firma, die mein Bett arbeitet, oder an meinem Bett arbeitet. Sie haben jetzt den Schaumstoff aufgelegt und wohl die Schablonen drauf und auch schon den Stoff überzogen. Jetzt bleibt es nur noch dran, dass ich mit dieser Nadel die Stiche rundherum um das Bett arbeite, was wahrscheinlich genug Arbeit ist. Und ich bin total gespannt, ich habe auf jeden Fall Handschuhe dabei, die gummibeschichtet sind, damit mir die Nadel nicht rausrutscht aus den Händen und ich es besser durchstechen kann. Ja, ich bin total aufgeregt. Ich will jetzt endlich mein Bett, ich will nämlich jetzt endlich unten einziehen. Am Montag kommt nämlich die Sauna und dann bin ich echt fertig. Also, gleich geht's weiter. Das ist jetzt mein Stoff. Jetzt kommen die Schablonen drauf. Das geht. Was ist denn? Ja, komm mit. Komm mit. Ich stehe jetzt an meinem Fußteil, Seitenteil, was auch immer, das ist jetzt überzogen. Sie haben jetzt den Stoff geschnitten, Sie haben ihn genäht und ich werde jetzt diesen Stich machen und ich habe jetzt doch eine andere Nadel, Gott sei Dank, wo ich auch wieder raus kann, ohne dass ich den Stoff kaputt mache. Und das ist halt jetzt mein Job, das zu nähen. Teil fertig, wie man sieht. Sieht einfach nur super aus. Jetzt fahre ich wieder zurück. Ich habe jetzt die zwei Seitenteile gearbeitet und es sieht wirklich, wirklich super aus, muss ich sagen. Dieser Stoff, der changiert so, ja, das ist ein ganz hochwertiger Baumwoll-Velour-Stoff. Ich bin voll happy. Voll happy. Es macht so Spaß. Bett selber machen, entwerfen, selber bauen. Also irre. Gut, ich baue es ja nicht. Ohne die hätte ich jetzt keine Chance. Aber trotzdem so den Rest zu geben und das macht irre Spaß. Und jetzt fahre ich am Freitag nochmal hin und habe dann das Kopfteil zu machen. Das ist viel Arbeit. Und hoffe, dass vielleicht das Fußteil auch schon fertig ist. Dann ist es nämlich komplett fertig. Dann habe ich nächste Woche mein Bett. Das war's. Bis dahin. Euer Kiki.